Ja, komm mal her, ja. Du Kleiner, du. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute zocken wir Falcon Age. Ich habe hier meinen kleinen, kein Falken, aber eine Katze. Hier ist wieder der Ben. Ben, du musst auch mal in die Kamera gucken. Ja, heute ein Quest-Gameplay und ja, wir spielen Ara. Wir sind quasi gefangen genommen worden und ja, müssen so unser Dasein fristen in einer Zelle, ganz alleine von einem Roboter beherrscht. Und ja, wir lernen dann einen kleinen Falken kennen, den wir ja aufziehen. Und ja, so beginnt das Spiel eigentlich. Ich habe ungefähr so 40 Minuten gespielt und ja, von der Grafik her muss ich sagen, ist kein Riesen-Augenschmaus, sage ich mal. Also der Falke ist echt richtig süß. Also wenn man den auf der Hand hat und sich dann anguckt, man kann den streicheln und so weiter. Genau wie ich jetzt hier den Ben streicheln kann. Ja, bist auch ein feiner Kerl, ne? Aber ja, der Falke ist auch echt cool. Und man kann mit ihm jagen gehen, man kann ihm Befehle geben. Und ja, eigentlich das Gameplay, was ich jetzt hatte, war bisher nur so die Einleitung, sage ich mal. Und ja, ich weiß auch nicht, wie viel ich von den 40 Minuten zeige, ob ich viel schneide oder ob ich fast gar nichts schneide. Mal schauen. Ein paar Sachen kann ich mit Sicherheit rausschneiden, weil die jetzt nicht so interessant waren. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Gameplay so geht. Bisher war es gar nicht so schlecht, war unterhaltsam, weil man halt nicht wirklich alleine ist. Man hat immer seinen kleinen Gefährten dabei. Und ja, kann mit ihm das Abenteuer erleben und ja, wenn ihr noch mehr von dem Gameplay sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann mache ich nochmal eine Aufnahme davon. Wenn jetzt da gar nichts kommt, dann werde ich das erstmal lassen, weil ich habe so viele Spiele noch, die ich momentan testen kann, zeigen möchte. Und ja, die Behaptics-Weste muss ja auch noch vorgestellt werden. Und ja, ich habe noch viel zu tun, Leute. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. So, Leute, willkommen bei Falcon Age. Und ja, hier ist mein kleiner Falke. Ich kann leider noch nicht wirklich mit ihm interagieren. Aber sieht schon echt süß aus. Gut, die Bewegungen sind jetzt ein bisschen so plötzlich abgehakt. Nicht so richtig smooth. Aber ja, bisher drehen wir uns mal um. Können wir ja jetzt komplett, weil wir ohne Kabel sind. Da hinten sind wir irgendwie Industriegebiet, da fliegt irgendwas weg. Ah, von der Grafik kann man hier vom Menü her noch nicht viel sagen. Da müssen wir gleich mal erstmal ins Spiel gehen. Ich wollte euch erstmal kurz die Optionen zeigen, die wir haben. Dann haben wir erstmal VR und ja, Blickrichtungsmodus. Ich nehme die vollen 360. Ich stehe und dann haben wir noch, verwende die linke Handbewegung. Weiß ich jetzt nicht, was sie damit ganz genau meinen. Ob die Links- und Rechtshänder machen, meinen, weiß ich nicht. VR Strafing zulassen, das heißt, wenn er nicht aktiv ist hier, also wenn hier keine Feder ist, kann ich nicht links oder rechts mit dem Thumbstick mich bewegen, sondern nur nach vorne und hinten. Hat mich eben ziemlich gestört. Ich habe eben mal ganz kurz angemacht. Deshalb, das muss definitiv für VR-Veteranen an sein. Abgestuftes Drehen in VR, halt unser Snap-Turn, ne? Da können wir einfach mal 45 Grad Snap-Turn-Winkel machen. Dann dieses Blinzeln, wenn man Snap-Turn macht, habe ich ausgeschaltet, das nervt, dann dunkelt das immer kurz ab. Bewege die Hand, um den Vogel zu starten, lassen wir einfach auch mal aktiv. So, schließen, dann hatten wir doch noch andere Modis. Wie komme ich da jetzt? Ah, hier, zurück. Audio. Ja, haben wir Hauptlautstärke, Musiklautstärke, Effektlautstärke. Können wir uns separat einstellen hier. Sprache ist die deutsche Sprache. Was haben wir denn hier alles noch? Englisch, Französisch, Deutsche und Espanol. Okay, wir bleiben bei Deutsch. Steuerungstipps Standard, Vogel, Gesundheitssymbol lassen wir auch mal. Falke holt lieber, weiß ich nicht, was sie damit meinen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen falsch übersetzt. Können wir mal ins Englische. Falcon prefers to fetch. Was hieß fetch nochmal? Fangen? Also, keine Ahnung. Wir lassen es einfach mal aus. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den Story-Modus.
Dann erleben wir das ganze Spiel. So, hier schweben wir jetzt. Jetzt gerade noch ganz kurz geruckelt, aber jetzt ist alles ziemlich flüssig. Und die Vögel, die Bewegung könnte ein bisschen smoother sein. Okay, da kann ich jetzt irgendwie hingucken. Wecken. Ja, dann wecken wir dich doch mal, oder? Also von der Story her, wir sind in einem Gefängnis. Und werden da wahrscheinlich irgendwann ausbrechen. So, hier kann ich mich jetzt halt bewegen. Okay, mit dieser X-Taste kann ich nach vorne sprinten. Essen verteilen. Essen verteilen hört sich ja gut an, oder? Na komm hier. Hier auch. Gehe zur Umerziehung. Ja, wir sind hier gefangen und wir haben hier den Falken kennengelernt oder lernen den noch wirklich kennen. Und das ist so die Story. Wir werden hier wahrscheinlich noch ausbrechen, so wie ich von der Story her gelesen habe. Also weiter habe ich nicht gespielt. So in VR müssen wir immer in die Toiletten reinschauen, ne? Hier ist alles sauber. Perfekt. Ja, also Texturen, sowas wie die Toilette sieht jetzt sehr, sehr, sehr spartanisch aus von der Grafik her. Ansonsten von den Texturen hier, ja, für die Quest halt ganz normal, nichts Berauschendes, aber auch nicht wirklich schlecht, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir mal zur Umerziehung. Genau, die Welt wurde von irgendwelchen Roboter-Invasoren eingenommen. Felicitations. 0507. Ist heute nicht ein großartiger Tag. Wenn ich nicht du wäre, würde ich mich freuen. Ja, ich bin aber ich. Nicht einmal die schlauen Köpfe der Outer Ring Company kennen eine Möglichkeit, die menschliche Arbeitskraft vollständig zu ersetzen. Also. Du bist besonders, trotzdem bist du irgendwie noch nützlich. Hä? Sollte denn nicht, du bist nicht besonders, aber keine Ahnung. Um dich auf die noch spannenden Orte außerhalb des Planeten vorzubereiten. Wo alle anderen der Kolonie schon vor Wochen gereist sind. Also sind wir allein oder was? Ja, wir machen. Okay. Please cooperate. Dann frag mal. Was macht einen guten Burger aus? Oh, wie kann man die vernünftig... Ja, komm, wir machen mal Gehorsamkeit. Correct. Hey, ich darf raus! Go outside. Super! Ich habe mir draußen Zeit verdient, um Erz zu sammeln, oder was? Also, das ist ja wohl eine Frechheit. Oh, süß. Doggo. Auch wieder ein Doggo. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ja, grafisch nichts Besonderes da. Die Texturen unten an den Steinen sehen ziemlich matschig aus. Folge mir mit deinen Werkzeugen. Oh, da sind meine Werkzeuge. Jetzt darf ich hier noch arbeiten. Ich bin noch eigentlich schon fertig mit der Arbeit. Das ist natürlich auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Gab es ja schon für PC, VR und ich glaube auch für PlayStation. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Muss ich nachher nochmal nachschauen. Kann ich auch klettern? Ne. Ja, komm.
13 haben wir gesammelt. Erz ablegen. Ah, Steuerung ist. Was ich jetzt hier ist, ist einzeln, ne? Ja, jetzt muss ich den Hammer hier wieder ablegen. Hä? Okay. Inventar zu Bett gehen. Okay. Dann gehen wir mal zu Bett, oder? Oh, 23. Also wir haben einen Zeitsprung gemacht. Wow. Hey. Genau. Kill him. Oh nein. Das an. Komm schnell rein. Ach, die Mutter ist tot. Ja, komm, du kriegst Essen. Na komm. Ja, ich muss dir das jetzt nicht extra noch im Mund zerkauen, oder? Hand wickeln. Hand wickeln? Was? Stoffwickel. Ah. Hand zum Gesicht führen und LT drücken. Hey, na du. Ja, komm mal hier, ja. Du kleiner, du. Ah, cool, da bewegen sich wirklich die Federn sich alle, wenn man hier drüber streichelt. Ja, du bist aber ein kleiner Feiner, ne? Futter aufnehmen, ja, machen wir. Machen wir hier. Okay, ich muss zur Umerziehung. Du bleibst hier, ja? Okay? Pass auf dich auf. Ich komme gleich wieder. Was ist, wenn wir Nein sagen? Let us start. Ist egal, was man sagt. Enough. Also geht ein bisschen schwierig. Das ist wichtiger als wir beide. So. Scheiße, jetzt musste ich meinen Vogel da lassen. Okay, wir kennen ja den. Ah, da ist mein Vögelchen. Komm! Oh, jetzt wird es auf einmal leiser. Ich will es aber nicht leiser. So. Der kann sich doch die Maus da schnappen, oder? Ah. Hol dir die Maus. Oh, das ist ja brutal. Aber so ist das Leben, ne? Kaninchenfleisch. Rote Paprika vom Berghang. Komm. Sehr gut. Fein. Hol dir noch Kaninchenfleisch, dann packen wir das auch noch ein. Wer weiß, wann wir das brauchen.
Okay. Jetzt müssen wir ins Bett. Gucken, was wir jetzt haben für einen Tag. Freier Vogel. Na komm, wir haben so viel gesammelt. Dann hast du dir das verdient, oder? Ist der das denn jetzt auch? Oder? Komm. Welcome 0507. Proceed to reorientation. So, was hat er jetzt für uns? Das war ein kleiner Bug, oder? Let us start. Endlich richtig beantworten. Und? Also scheinbar mache ich immer die falsche. Wir haben eine Waffe. Komm, nichts wie raus hier aus dem Scheiß. Leckt mich alle. Ja, ich wollte es mal. Also Steuerung ist. Ja. Komm. Komm, greif an. Mein Todesfalke. Okay. Weiter geht's. Stopp in die Aufnahme, habe ich doch gemacht. Da ist noch eine Brücke. Weiter geht's. Muss ja auch einen Weg hier rausgeben. Bring mir die Tasche. Okay. Mal schauen, wo es hier jetzt lang geht. Da ist noch eine kleine Brücke, aber schauen wir erstmal, ob hier noch irgendwo was liegt. Aber liegt nichts mehr. Echt nett gemacht, das Spiel. Muss man sagen, auch wenn die Grafik jetzt nicht die beste ist. Aber Grafik ist nicht immer so wichtig, ne?
finde ich auf jeden Fall für mich. So, Schlagangriff. Knall nochmal hier weit raus, Junge. Ja, das ist ein vorgegebener Weg, ne? Sehr linear das Ganze. Wow! Wo ist er? Komm hier, mein Kleiner. Ja. Ich dachte schon, wäre irgendwas passiert. Flüchte aus dem Gefängnis. Wir sind geflüchtet. Okay, wir wurden gerade niedergestreckt. Speichervorgang. Hey. You're awake, finally. Danke fürs Retten. Genau. Ayo. Ah, okay. Die haben Peilsender entfernt. So, what, Sarangarai? Ara. Einfach nur Ara. Girl. No, girl. Was ist gut auf Sinn, was sehr zum Vorteil gereichte. Well, girl. Ich bin eine Falkenjägerin. No, you're not. Ayo. Jahrelang haben wir keine Zeit, oder? Guck mal, wie der mich anguckt, die Kleine. Why do you want to be a falcon hunter? Don't give me any crap, girl. Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ja, komm hier. The colonizers? Okay, sehr viel zu lesen hier. Ach, girl. Du bist noch so jung. Mhm. Wär ich mal jung. Habe ich noch mein Kaninchenfleisch? Na komm, komm her. Bist du zufrieden? Okay, hier haben wir eine Karte. Sollen wir mit ihr jagen gehen? Was ist hier? Ah, was? Wasser, okay. Wie leg ich das Ding jetzt weg?
Ah, okay. So, 4 rote Paprika sollen wir sammeln. Da scheint es, dass wir da immer speichern können. In solchen Punkten. Da ist auch noch eine Paprika. Kann ich dir mehrere Aufgaben geben? Nee, ne? Da ist noch eine. Können wir direkt mal hingehen? Na komm. So, ich will wenigstens noch einmal zeigen, dass die ein bisschen größer geworden ist, ne? Kann die auch Paprikas essen? Hast du Hunger? Nö. Okay. Der wollte sich nicht fangen lassen, ne? Schnappen dir! Ein bisschen jagen, ne? Ach, guck mal, jetzt kommt er von ganz oben und... Mist! Okay, und schon hat er. Ja, sieht nicht gut aus für dich. Kaninchen. Oh, die sind schon mal schwerer zu erwischen. Okay. Öffnen. Und Echsenfleisch. Das kann er uns mal bringen. Dann müssen wir, glaube ich, hier wieder lang. Na komm. Okay, ich muss jetzt irgendwas. Und Echsenfleisch. Ah, okay. Mach das weg. 2 Paprikas will ich. 2 Paprikas. Und das hier.
Du kriegst jetzt ein Essen. Ja, guck mal hier. Können wir noch was backen jetzt hier? Zack. Melonen haben wir jetzt nicht, aber dann machen wir nochmal so ein Ding. So, jetzt geht's ihm wieder gut, oder? Ja, fein. You look tired, girl. Ruh dich im Zelt aus, okay. Boah, die Punkte zu erwischen sind manchmal nicht so einfach. Monate später, jetzt haben wir einen größeren Onkel, oder? Komm hier! Jawoll! Hey! Ja, na du! Ja, Leute! Also mit dem Teil würde ich jetzt sagen, beenden wir das Video hier. Also, bisher cooles Game, also sowas gab es ja so noch nicht und es ist echt cool, wenn man hier diesen Vogel streicheln kann. Es ist nicht perfekt, wie gesagt, Grafik und Bewegungen von dem könnten was smoother sein, wie ich schon eben erwähnt, aber ansonsten echt nettes Game und ja, ich denke mal, den kleinen Kerl hier, den können wir auch noch upgraden und der wird dann zu einer richtigen Kampfmaschine. Wenn ihr noch ein Teil davon sehen wollt, von dem Gameplay hier, schreibt es einfach unten in die Comments, haut mir Like raus und ja, Abo-Button nicht vergessen. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Sag du auch noch was? Okay, ciao!